Hallo Freunde und willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Angespielt. Nochmal die kleine Info vorweg, wenn ihr selbst Let's Player seid und ein vollwertiges Let's Play zu Batman Arkham Knight macht, ein Kommentar in die Kommentare mit dem Hashtag Let's Play Batman Arkham Knight oder Let's Play Arkham Knight. Es wird beides akzeptiert. Dann könnt ihr mit ein bisschen Glück ein kleines bisschen kostenlose Werbung für euren Kanal und euer Let's Play verdienen. Genauere Infos gibt's im Link in der Beschreibung. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Und bevor wir weiter spielen, zeige ich euch noch was. Ich habe mir nochmal eine neue Kutte angezogen. Die ist Bestandteil des Season Passes. Sehr coole Kutte. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Analysiere die Milizen, Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Ich glaube, das hier geht ein bisschen schnell. Och, ja, wenn du immer auf. Aha, na gut, wenn es da halt meinst. Weißt du, ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Echt? Das überrascht mich. Ja, ich habe schon Korps, Sanitäter, Küstenwächter, Politessen und Kammerjäger getötet, aber keine Feuerwehrleute. Und dabei wird es bleiben, du tötest hier heute niemanden mehr. Das Messer reicht hier in die Fuß. Ey! Du bist K.O. Danke. Ich dachte, das war's. Diese Tiere. Denken Sie nach. Können Sie sich an den Angriff erinnern? Der Chief schickte uns zurück in die Stadt, um nach Zivilisten zu suchen. Er sagte, wir lassen keinen zurück. Und auf einmal schlug so eine Art Feuerball in uns ein. Ich ging wohl K.O. Ich weiß nur noch, wie einer der Psychos seine Kippe auf mir ausdrückte. Hast du die anderen gefunden? Den Chief? Ich suche noch. Warten Sie hier. Jemand wird Sie in Sicherheit bringen. Gut, machen wir weiter. Komm, zeig mir schon mein Radar an, damit ich sehe, wo ich hin muss. Ach, da muss ich hin. Halt, warte mal. Ja, ist gruselig. Was will er überhaupt mit der Tochter des Commissioners? Ist das nicht klar? Kommen wir an Gordon? Kommen wir an Batman? Glaubst du echt, dass ihn ein Krüppel im Rollstuhl interessiert? Scarecrow rechnet fest. Ich sollte Gordon mitnehmen, wenn ich Oracles Entführung untersuche. Er will sicher dabei sein. Hast du nicht gehört? Die Fledermaus soll selbst einen Panzer haben. Was, so eine Art Bat-Panzer? Keine Ahnung, die Jungs bei Ace Chemical sagten, es ist eine Art gepanzerter Sportwagen. Ja? Also ich würde zu gern sehen, wie eine Drohnenarmee ausschaltet. Pass auf, was du dir wünschst. Ich glaube, hier macht es mehr Sinn, mit der Karre reinzufahren.
erwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und das ist deine Schuld. Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Ist schon cool. Hab jetzt quasi ein kleines... Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Ist schon irgendwie cool, dass ich jetzt so ein kleines Stimmchen im Kopf habe. Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mache das. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon hat Priorität. Ich scheiße, will scheiße. Ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Lass ihn brennen. Wie war das jetzt nochmal? Wenn er nach der Zielaufschaltung. Der erste ist weg. Fahrzeug zerstört. Nur noch eins. Was? Meine Fresse. Das war's. Das war der letzte. Alles sauber. Ui. Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Ist er jetzt schon eingestiegen? Nee, ich wollte gerade sagen. Dann wäre er aber ein fixer Junge, wenn er Bring das geschafft hätte. Einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Bevor Sie zum Uhrenturm aufbrechen, wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Danke, Alfred. Ich okay. Bin auf dem Weg. Dann habe ich jetzt wenigstens Infos, wie viele Gegner hier noch rumschwören und wir gucken uns mal an, was wir haben. Ich habe jetzt 3. Da ich wahrscheinlich viel Zeit im Batmobil verbringen werde, machen wir mal ein bisschen was für die Panzerung, oder? Ja, 2x Panzerung. Dann haben wir erstmal ein bisschen mehr. Ja, Sir? Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohne am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Gute Macht, du Trottel. Er ist hier. Einfach! Willst du fahren? Wo ist er? Ach, da sind die Panzer.
Und Jim, der Uhrenturm ist umstellt. Ich sichere den Bereich und lass mich wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Wow, ist ja alles voll. Boah, sind das viele, ey. Der hat eine Drohne erwischt. Nein. Bam, zwei noch übrig. Was zum Teufel war das? Der Feind hat jetzt die Möglichkeit zum Parallelangriff. Denk schneller. So, wo ist das letzte Ding? Boah. Da stehst du. Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Wertmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Hä, hey, was soll ich jetzt machen? Ach, das wahrscheinlich. Hier soll ich hin. Ich sollte erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Ach, da sind die. Hab die schon gesucht. Ich dachte, die sind da irgendwo drinne im Uhrenturm. Das ist Zeitverschwendung. Die Fledermaus kommt nicht. Der Boss sagt, dass er das Gorbenmädchen suchen wird. Wir haben hier Panzerpatrouillen. Da kommt er auf keinen Fall vorbei. Na? Bist du schon mal dem Boss begegnet? Wem, Scarecrow? Einmal. Hat mir mehr als gereicht. Hier lang, da drüben! Und jetzt poliere ich dir die Fresse. Oh, scheiße. Ich halte ja doch nicht so viel aus. Na, da muss ich mir was einfallen lassen. So eine Großschnauze. Die poliere ich dir auch noch. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Soll ja nicht das Problem sein. So, ich soll ja erstmal, ich muss mal gucken, wo hier rum welche rumrennen. Eine Spur von Batman? Nein, vielleicht haben die Panzer ihn erwischt. Na, hoffentlich. Ich lande mal auf so einem Ding hier. So, wo sind hier welche? Da stehen drei, da ist einer. Den hole ich mir mal direkt. So, den. Was? Oh, nein. Ah! Hier lang, da drüben.
So. Jim, der Bereich ist sicher. Triff mich im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt. Doch deine Tricks werden sehr schnell alt, Batman. Wo ist da? Gut, dann haben wir jetzt hier erstmal aufgeräumt. Und gucken mal, was wir so Schönes im Uhrenturm finden. Hoffentlich Hinweise zu Barbara. Barbara? Was, wo bin ich denn jetzt? Hier war ich vorhin noch nicht. Da sitzt sie doch. Colleen? Bist du's wieder? Ach, scheiße. Colleen für dich. Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon. Zeig etwas Rückgrat. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Ich kann hier nichts drücken, nichts machen, gar nichts gerade. Das wird wahrscheinlich die Erklärung dafür sein, warum Barbara im Rollstuhl sitzt. Ich kann hier nichts drücken. Was? This is what happens when you drag your friends into this crazy little game of ours. Das ist, was mit deinen Freunden passiert, wenn du sie in unser kleines Spiel hineinziehst. Und was kann... Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich machen soll. Ach, jetzt hat sich das komplett verändert. Boah, den Übergang merkst du hier gar nicht. Es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter... Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. So, kann ich jetzt das Ding benutzen hier oder nicht? Jim ist auf dem Weg. Ich kann das jetzt nicht tun. Ach so, Jimmy ist erst noch auf dem Weg hierher. Jim! Ah, ich höre doch da was gerade. Ich habe doch hier gerade ein Geräusch gehört. Ach du Scheiße, ich sehe noch mehr. Oh, das wird ja immer schräger hier. Oh Gott, nein. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Identität bestätigt. Sie ist stark, Jim. Stärker, als du glaubst. Sie arbeitet für dich? Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie! Meine Tochter! Alles, was ich habe!
Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals! Ich ziehe das allein durch. Das ist eine ganz schlechte Bleib Idee, Jim. Weg von meiner Familie. Eieieiei. Ich finde, das ist erstaunlich gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ist er fertig mit Quatschen? Ich muss rausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Ah, okay, jetzt kann ich direkt was gucken. Und so spiele ich die Aufnahmen ab. Und jetzt muss ich... Ah, hier geht's los. Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wie. Ah, ich kann hier... Ach so. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Warte mal, sehe ich irgendwo? Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Wenn ich so darüber nachdenke, woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Wenn du so eine Stimme im Kopf hast, dann ist vorbei. Ernsthaft? Ich habe auf ihren Kopf gezielt. Ah, hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich Barbara von den Füßen holte. Der arme alte Jimbo musste sich mit einer Diaschuhe begnügen. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobils benutzen. Ups, Entschuldigung. Forensik-Scanner? Hä? Ach so. Ach, Scheiße, muss ich das jetzt die ganze Zeit suchen? Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred? Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bat-Höhle. Bitte bleib wachsam. Ich habe Oracle, Batman. Jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Nur ist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Ach, du Was ist das jetzt? Alfred, die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt.
Ich überprüfe das. Quark. Ich muss dieses Gerät prüfen, bevor ich gehe. Könnte eine Bombe sein. Es ist eine Bombe mit schwerer Panzerung. Oh je. Ups. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Genau, werden sie nicht, werden sie nicht. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Wie Sie vorhergesagt haben, Sir, er will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben müssen aktiv bleiben, Sergeant. Sie sind unsere Versicherung. Ich weiß, Sir. Ich erledige ihn. Mann, wow. Verflucht, die Rattler wurde getroffen. Drohnen-Telemetrie offline. Schlagzeug. Autsch. Du spinnst wohl. Die haben sich gerade selbst. Haben sich gerade gegenseitig abgeknallt. Boah, wo sind die alle? Da sind die. Autsch. Nächstes Mal bist du dran, dunkler Ritter. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ach so, das ist wieder der Scheiß. Ah. Okay. Glaubst du etwa, das war's schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Ich sollte der Spur des Arkham Knight folgen. Also, das suchen wir jetzt mal noch. Nicky, es ist Batman! Fahr! Oh Gott, was ist das so? Die Fäden, oh Gott, er zerstört das Auto! Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche Ihren Zugangspunkt. Gut, ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Miagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Hm. Da naja. Stecken noch andere außer Two-Face und dem Pinguin mit drin. Naja, dann soll es das jetzt erstmal in dieser Folge gewesen sein. Ich sage danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim selber Spielen und nicht vergessen, wenn ihr selbst Let's Player seid, werft mal einen Blick auf den Link in der Beschreibung, denn vielleicht könnt ihr von diesem Let's Play ein kleines
kleines bisschen profitieren. Infos unterm Link. Bis dann, ich verabscheue mich.